Das ist genau 50 drinnen, oder? Andrücher уже автографы раздают. Ты не просто так. Auffliegen halt. Also das so ist mit der Hand da so drüber fahren kannst. Ja. Und da so keinen Arsch auf die Stellen. Schau her, der rieren sich ja nicht einmal. Ja, ja, da kannst du sagen, das ist absoluter Traum. Das ist ganz offen. Das ist schon ein Traum. Нам посчастливилось, мы наконец-таки смогли найти возможность пообщаться с господином доктор Мартин Керхер. Это руководитель австрийской ассоциации Карники. ACA Association. И мы долго стремились к этой встрече, наконец-таки она случилась. Ну, я надеюсь, что наши вопросы и ответы господина Мартина Керхера будут очень интересны всем нас услышать. In erster Linie, ich möchte Ihnen vielen Dank sagen für die Möglichkeit und für Ihre Einladung zur ACA-Tagung. Es war sehr interessant, es waren sehr viele Vorträge, interessante Vorträge für mich persönlich, das ist sehr, sehr wichtig. Und ich denke, das ist wichtig auch für alle Imker, die einen Teil in diesem Geschehen machen. Absolut. Ja, zuerst einmal, es freut mich, dass Sie den weiten Weg auf sich genommen haben, nach Österreich zu kommen, zu unserer Tagung. Es freut mich sehr. Und natürlich sind Sie herzlich willkommen und auch in Zukunft wieder. Ja, ja, wenn Sie Interesse haben. Gerne. Zuerst, ich möchte Sie ein bisschen über sich selbst erzählen. Sie sind ein Doktor und Sie beschäftigen mit Bienen. Leider viele unserer Zuschauer, viele unserer Imker in Weißrussland und Russland kennen überhaupt nicht oder sehr wenig über ACA und über Sie persönlich. Okay, ja, dann fange ich mal kurz zu meiner Person an. Ich habe Biologie studiert, in Graz begonnen. Und bin danach nach England gegangen und habe dort 6 Jahre lang studiert und zuerst in Sheffield, University of Sheffield, dann University of Sussex. Habe dort Evolutionsbiologie studiert, immer auf Honigbienen spezialisiert, aber auch stachellose Bienen. Und habe dann mit dem PhD abgeschlossen, also das Doktorat. Ja. Und bin dann zurückgegangen nach Österreich. Ja. Und welche Themen haben Sie als PhD Arbeit? Es sind mehrere Themen. Da waren zum Beispiel das Worker Policing im Bienenstock. Also ein Bienenstock ist ja ein Überwachungsstaat. Da wird überwacht, wer sich fortpflanzen darf, wer sich nicht fortpflanzen darf. Und jede Arbeiterin ist eben näher verwandt zu den Söhnen von der Königin, also Söhne von anderen Arbeiterinnen. Dadurch entfernen sie Eier von anderen Arbeiterinnen. Und nur aus diesem Grund funktioniert eigentlich ein Bienenstock, sonst wäre Anarchie. Sonst wäre dort, gäbe es kein Bienenstock. Sehr interessant. Ja. Ja. Und wie viele Jahre beschäftigen Sie sozusagen mit Bienenstock? Oh, mit Bienen? Sehr lange. Ich glaube, da war ich circa 14, 15, 16 Jahre alt. Mhm. Da bin ich mal mitgegangen mit einem Imker, der hat gefragt, eben, ob ich Interesse habe, also an Bienenstöcken mitzuarbeiten. Das hat mich dann total begeistert, fasziniert. Und dann, so spätestens mit 16, das bin ich mir ganz sicher, habe ich schon mein eigenes Bienenvolk gehabt und bin dann gleich in einen Bienenzuchtverein, Stadt. Ihre Schicksal, ja. Ja, beigetreten, ja. Und seit damals, also mehr als mein halbes Leben lang schon, habe ich eben Bienen, ja. Super, super. Im 14. Jahr, das war Karniker, oder? Ja, selbstverständlich, immer Karniker, ja. Karniker. Ja, ja, ja. Also, ja. Wie denken Sie, das ist eine sehr wichtige Frage, Entschuldigung, aber viele unserer Kollegen interessieren darüber. Was denken Sie, welche Unterschiede gibt es zwischen Backwurst und Karnik, Ihrer Meinung nach? Ja, das ist natürlich jetzt nicht ganz objektiv, weil wenn man einen Backwurst-Obmann fragt, dann wird er das was anderes behaupten. Meiner Ansicht nach ist natürlich die Karniker überall eigentlich die bessere Unterart. Von Rasse kann man bei Backwurst nicht reden, das ist ein Hybrid. Weil, und ich kann das begründen, weil diese zwei Unterarten, Hybriden, wie man sie auch nennt, eben vollkommen unterschiedliches Verhalten haben. Zum Beispiel, die Backwurst brütet ohne Rücksicht auf Verluste, da kann es 3 Wochen regnen, im Sommer brüten sie. Sie brüten im Winter. Also muss schon sehr kalt sein, dass sie nicht brüten. Warum brüten sie so stark? Weil diese Backwurst oder
ich nenne es einmal Backfast, diese ursprüngliche Backfast, die es früher gegeben hat von Bruder Adam, die gibt es nur noch bei einer Handvoll Züchtern in Europa. Die meisten nennen sich Backfastzüchter, sind aber Hybridzüchter, wo einfach alles eingekreuzt wird, ohne System. Warum haben die so ein extrem starkes Brutverhalten? Weil da afrikanische Unterarten eingekreuzt werden. Mhm. Diese Gene, ja. Ja, alles von überall. Alles, die Apis mellifera, die Art, ist ja in Europa, Afrika und so weiter, also in anderen Gegenden noch verteilt. Und das ist das eine. Das sind Unterarten aus sehr warmen Gebieten, wo es keinen Winter gibt zum Beispiel, die das nicht gewohnt sind. Das andere ist natürlich ein Heterosis-Effekt, der kann eintreten, wenn man zwei genetisch sehr weit entfernte Genetiken miteinander kreuzt, zum Beispiel eine reine Ligustica und eine reine Canica, dann hat man in der ersten Generation Explosion. In vielen Punkten vielleicht einen besseren Effekt, aber der Riesenhaken an der Sache ist, dass diese gute Leistung sich nicht weiter vererben kann, kann sie nicht. Das heißt, es wird sogar schlechter. Die Leistung von Hybriden wird in Folgegenerationen schlechter als von den Ausgangstieren. Das weiß man. In der Pflanzenzucht, Tierzucht ist überall das Gleiche. Also wie gesagt, die Backfast baut dadurch sehr große Völker auf, weil sie mehr brüten. Wenn es aber jetzt regnet, drei Wochen lang, fressen sie alles wieder auf, was sie angesammelt haben. Das heißt, sie sind... In diesem Punkt zum Beispiel ist ein großer Nachteil gegenüber der Canica, weil die Canica hält besser Haus mit ihren Reserven. Wenn es da drei Wochen regnet, dann gehen sie von der Brut zurück und sparen den Honig. Das heißt, man hat zwar vielleicht kleinere Völker, aber mehr Honig. Dasselbe noch extremer im Sommer, was auch jedes Jahr, oder immer jedes Jahr nicht, aber sehr oft passiert, ist letztes Jahr zum Beispiel auch wieder, wo es wenig zu fressen gegeben hat für Bienen, sehr viel Regen und schlechtes Wetter im Sommer, da sind Backfastvölker verhungert und waren mitten im Sommer tot. Und Canica-Völker natürlich nicht. Canica-Völker halten Haus mit ihren Reserven und haben zwar weniger Brut oder keine Brut, aber sie überleben. Und das ist ein Riesenvorteil zum Beispiel. Ja, ja. Also, erstens habe ich weniger Arbeit, ich muss nicht Zucker füttern, ich habe keine Verluste durch Bienenvölker im Sommer. Und natürlich, es kommt auch nicht dieser Zucker dann in den Honig hinein. Mhm. Weil wenn die Backfastzüchter Honig verkaufen, aber permanent Zucker füttern müssen bei ein paar Tagen Regen, dann ist natürlich Zucker auch immer im Honig drinnen. Also die Honigqualität ist auch besser natürlich. Ja. Und dasselbe Problem ist dann im Winter. Im Winter, wenn ein Backfastvolk brütet, und da muss es schon extrem kalt sein, dass sie auch eine Brutpause haben, dass man sie jetzt behandeln, also Reste bilden kann, mit Oxalsäure zum Beispiel, so wie wir das bei der Calica machen. Das geht in wärmeren Gebieten, wie zum Beispiel Südsteiermark, wo ich bin, in Österreich unmöglich, weil sie durchbrüten. Jetzt, was machen diese Backfastzüchter? Ein Volk, das durchbrütet, im Winter kann man nicht Reste bilden mit Oxalsäure, weil das geht nur in der brutfreien Zeit. Ja. Natürlich müssen sie dann Gifte anwenden und diese Gifte sind dann im Wachs und dann in weiterer Folge im Honig. Und diese Gifte isst der Kunde mit, also wieder ein Vorteil für die Canica. Ja. Abgesehen davon gibt es noch viele Vorteile. Die Canica ist zum Beispiel extrem anpassungsfähig an alle Klimazonen weltweit. Mhm. Die gibt es in Chile, in Australien, in Österreich, in Russland, Sibirien. Das ist österreichische Canica, oder? Österreichische Canica, ja. Ist Chile, ja. Ganz Chile hat österreichische Canica. Also, ja. Aus Lunds am See, ja. Ja. Australien, also... Welche Länder nutzen Typmaterial aus Österreich? Chile? Das ist, Russland. Ich weiß, dass österreichische Canica sehr guten Ruf hat in Russland. Ja, yeah. Und viele Imker kaufen dieses Material. Also, welche Länder noch? Ich glaube, es ist einfach zu sagen, welche Länder es nicht, nicht kaufen von der Welt. Nein, okay. Wirklich kein Nigeria, Scherz. Minus. Ja, vielleicht. Kann sein, ja. Kann sein. Nein, also ohne Scherz, im Ernst. Die Canica ist weltweit eine der weitest verbreitesten Bienenunterarten. Das brennt vielleicht, ja. Wie?
Das ist österreichische Brand vielleicht? Ja? Ja. Österreich hat übrigens die längste Tradition an Bienenzucht weltweit. Mhm. Bienenzucht hat in Österreich zum ersten Mal begonnen worden. Damals von den Urzüchtern Wriesnig, Peschitz und Skener. Mhm. Und wie gesagt, die drei weltweit am häufigsten verwendeten Hybriden oder Unterarten, wie man es halt nennt, ist eben die Canica, die Ligustica, mhm, die Buckfast natürlich, vielleicht noch die Kaukasica, mhm, möglicherweise, ja. Aber das war es dann eigentlich schon. Ja. Die Canica, das ist ja das Tolle an der Canica, sie haben kleinere Völker im Winter, große Völker im Sommer, mhm, sind sehr sanft, wabenfest, können sehr gut haushalten mit dem Honig, also bei Schlechtwetter reagieren sie sofort. Haben jetzt auch eine immer besser werdende Varroa-Abwehr. Mhm. Wir sind kurz davor, Varroa-resistente Völker zu haben, demnächst, mhm, durch unsere künstliche Besamung mit einem Drohnen oder andere Selektionsmethoden. Das ist ein sehr interessantes Thema. Mhm. Ja, also wie gesagt, wir exportieren fast überall hin. Okay, für Sie, Sie haben schon eine Wahl gemacht, nur Canica, ja? Ja, selbstverständlich, ja. Okay. Wobei ich natürlich dazu sagen muss, wir exportieren keine Canica in Länder, wo, wie soll ich sagen, also die ACA-Züchter, es gibt ja andere Leute auch noch, die Canica züchten, wir halten uns daran, dass wir die Bienen nicht exportieren in Länder, wo eine dortige Bienenart oder Unterart gefährdet ist. Wie zum Beispiel jetzt in Gegenden, wo es noch die letzte Kaukasika gibt zum Beispiel, ja, dort sollten wir keine exportieren. Ja. Oder es ist sehr, sehr viel Schaden angerichtet worden in der Vergangenheit und diesen Fehler sollten wir nicht weitermachen. Ja. Sie kämpfen auch für sozusagen natürliche Vielfalt, ja, biologische Vielfalt. Ja, absolut. Ja? Okay. Ich bin ein absoluter Verfechter von der Canica in ihrem Ursprungsland, also in Österreich ist es eben der Südosten von Österreich, wie zum Beispiel Steiermark, in dem Bundesland, wo ich bin. Und da kann ich nicht Wasser predigen und Wein trinken. Ich kann nicht sagen, hier soll die natürliche Unterart erhalten werden und gleichzeitig exportiere ich die Königin in Iran zum Beispiel. Also und zerstöre dort eine andere Biene. Das geht natürlich nicht. Ich sage nur, diese Züchter, Österreicher sicher auch natürlich, die nicht in der ACA sind, exportieren die Königin weltweit rücksichtslos, überall hin, ja, natürlich. Okay. Herr Dr. Kercher, bitte erzählen ein paar Informationen, etwas Interessantes über Arca, warum Arca und warum Sie sind ein Obmann. Sie sind sehr jung. Ja, ja. Gewöhnlich, die Obmann ist etwas sehr, sehr alter Mensch, mit großer Erfahrung, mit weißen Haaren und so weiter. Ja. Und Sie sehr, sehr jung. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das hat sich so ergeben, weil der Herr Dr. Becherker, mein Vorgänger, hat es eben bis zu kurz vor seinem Tod die ACA geleitet. Ja, circa so um die Zeit herum. Ja. Dann hat er mal das schön langsam dann übergeben an meine Stellvertreterin, die Frau Dr. Thulner und mich. Und wir haben das dann immer mehr übernommen. Dann ganz übernommen. Ja. Natürlich, es gibt jetzt, es ist eigentlich für die ACA ein, will nicht sagen Glück, aber es ist ein, sagen wir, glücklicher Zufall, dass so jemand genau zu dem richtigen Zeitpunkt eben da war, der auch ein biologisches Hintergrundwissen hat, eine Ausbildung auf der Universität, eben mit Bienenforschung zu tun gehabt hat und vor allem Evolution. Mein Fachgebiet ist ja sehr, sehr nah verwandt mit Zucht. Weil es ja das Zucht ist ja nichts anderes wie Evolution und künstlich durch den Menschen, nicht durch die Natur. Einmal selektiert die Natur und einmal selektiert der Mensch. Das ist der einzige Unterschied. Und da ist es eigentlich auf der Hand gelegen, dass ich die ACA halt übernehme halt. Und weil mir auch sehr viel an der Canica liegt und ich glaube, dass ich die Canica sehr gut unterstützen kann, indem ich eben gute Arbeit für die ACA leiste, beziehungsweise es versuche, die ACA so gut wie möglich zu führen. Super. Was ist ACA heute? Die ACA ist der größte Canica-Zuchtverband, meines Wissens. In Österreich? Mhm. Oder in Europa? Mindestens in Europa. Und ich weiß gar nicht, ob es
der Welt noch größere Zucht, also Kanika Zuchtverbände gibt. Kann schon sein, von Ligustica und anderen Unterarten, dass es vielleicht größere Zuchtverbände gibt. Aber Deutschland natürlich, wenn ich Deutschland zusammenzähle, ist Deutschland größer, aber Deutschland besteht aus vielen Landesverbänden. Also ich glaube, die ACA ist eigentlich die größte Zuchtverband. Wir haben 30 Belegstellen circa, teilweise in der Ebene, aber großteils in den Alpen, in den Bergen. Mhm. Die meisten davon sind sehr sicher. Ja, und noch über 30 Drohnenhergewichte auf ca. 8 Besamungsstellen. Mhm. Also wir haben ca. 65 Drohnenherkünfte pro Jahr angeboten. Wir haben ca. 200 Mitglieder, das werden aber jetzt momentan ständig mehr. Es treten sehr viele Leute momentan bei und in der nächsten Zeit auch. 200, das bedeutet 200 Züchter oder? 200 Mitglieder, davon sind vielleicht 100 Züchter. Super. Und die meisten züchten halt für ihren Eigenbedarf, weil einfach der größte Nutzen ist natürlich, dass die eigenen Völker eine bessere Leistung haben. Manche verkaufen dann ein paar Könige, manche verkaufen halt viele Könige. Ja, ich verstehe. Ja, so wie zum Beispiel Berner halt, ja. Was denken Sie?